Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum Jaguar Gruppe 1 Geldglitch in Gran Turismo 7. Ich zeige euch, wie ihr hier mit diesem Fahrzeug richtig viel Geld verdienen könnt. Und das Coole ist, in diesen Rennen funktioniert ein Geldglitch. Ihr bekommt immer fehlerfrei Bonus, auch wenn ihr aus Versehen Fehler macht. Zum Beispiel ein anderes Fahrzeug hinten drauf fahren oder hier im Sand oder auf dem Rasen kommen oder aus Versehen gegen eine Leitplanke oder eine Zeitstrafe. Egal was auch passiert, ihr bekommt immer fehlerfrei Bonus. Also habt ihr 50% plus dieses Preisgeld auf jeden Fall sicher. Und Ziel ist es natürlich, den ersten Platz hier zu schaffen, aber das sollte kein Problem sein. Das Preisgeld ist sowieso schon sehr hoch und dennoch plus 50%. Das lohnt sich auf jeden Fall. Innerhalb kürzester Zeit kann man hier mit diesen Rennen dieses Geld gewinnen. Ihr müsst nur 15 Runden fahren. Das sind relativ kurze Runden. Ich empfehle euch am Anfang auf Kraftstoffmischung Nummer 1 zu fahren. Nummer 1 bedeutet volle Leistung, aber auch voller Verbrauch. Ja, jetzt sind hier auf jeden Fall viele, viele Autos vor uns, also ordentlich was los hier. Aber die Fahrzeuge werden wir auf jeden Fall auf der Geraden dann überholen. Jetzt haben wir noch Kraftstoffmischung Nummer 1. Wir wechseln jetzt allerdings auf Kraftstoffmischung Nummer 6. Also eine Runde fahren mit 1, dann wechseln auf 6 und dann fahren wir erstmal. Wann ich das wieder wechsle, das zeige ich euch hier auf jeden Fall alles ganz genau im Video. Bei diesem Rennen ist es auch immer so, dass ihr immer auf den letzten Platz startet und ihr müsst natürlich alle Fahrzeuge überholen. Aber das ist mit diesem Fahrzeug der Gruppe 1 natürlich gar kein Problem. Ihr könnt noch individuell einstellen, welche Schwierigkeit ihr das gerne fahren möchtet. Leicht, normal oder schwer. Das hat keinen Einfluss auf das Preisgeld am Ende. Jetzt wechseln wir von Kraftstoffmischung Nummer 6 auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Vierte Runde beginnt jetzt. Dann können wir durchfahren bis zur achten Runde, weil dann geht's ran an der Box. Ah, jetzt kommt erstmal ein richtig cooler Boxenstopp. Neue Reifen drauf. Ich fahre einmal mit den Rennen harten Reifen. Und das Fahrzeug wird jetzt natürlich komplett vollgetankt. Ja, und hier dieser Boxenstopp in Gran Turismo 7 gefällt mir auch immer richtig gut. Da ist ja schon der Jaguar. Reifen werden extrem schnell gewechselt. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Tanken. Geht hier auch relativ zügig voran. Und dauert nicht lange. Dann haben wir hier das Fahrzeug wieder vollgetankt und können dann weiter ins Rennen starten. Jetzt wechsle ich von Kraftstoffmischung Nummer 1 auf Kraftstoffmischung Nummer 6. Wir sind jetzt sozusagen Beginn der 9. Runde. Wir müssen also noch 7 Runden fahren. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich gleich nochmal wechsle. Jetzt 10. Runde. Ihr könnt auch ein bisschen früher in der 10. Runde das schon von Nummer 6 auf Nummer 1 stellen. Ja, so Anfang 10. Runde, Mitte 10. Runde, dann passt es ganz gut. Dann reicht der Tank locker bis zum Ende. Und wir sind jetzt auch schon in der letzten Runde und müssen nur noch durch die Ziellinie hindurchfahren. Und dann haben wir das Rennen hier auch schon auf den ersten Platz abgeschlossen. Das Rennen geht ungefähr Pi mal Daumen 25 Minuten und ihr gewinnt in den 25 Minuten 727.500 Credits. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann auch schon deutlich daran erkennen, an dem Preisgeld, dass der Geldglitch funktioniert hat. Bonus, fehlerfreies Rennen, da steht es auch nochmal. Also auf jeden Fall eine prima Sache, um viel Geld zu verdienen. Das Rennen findet ihr auf Weltstrecken Europa. Dann habt ihr hier Sadegner Strecke. Und das Rennen World Touring Car 800.
maximale Belohnung 485.000, aber das ist deutlich mehr. Wir gewinnen ja immer 727.500. Und wie ihr mit diesem Fahrzeug, mit diesem Jaguar 800 LP hinbekommt, genau 800 LP, zeige ich euch jetzt. Hier sind die detaillierten Fahrzeugeinstellungen für 800 LP. Das komplette Setup hier könnt ihr gerne so übernehmen. Macht einfach ein Foto, ein Screenshot oder Pause im Video, völlig egal. Aber wenn ihr das so übernimmt, dann habt ihr hier auf jeden Fall genau 800 LP. Und mit die 800 LP könnt ihr an diesen Rennen dran teilnehmen. Also ihr dürft auf jeden Fall nicht mehr wie 800 LP haben, weil 800 LP ist die Obergrenze. Darunter ist natürlich kein Problem, könnt ihr immer noch dran teilnehmen. Aber am besten ist es natürlich, wenn man genau glatt 800 LP hat. Falls ihr Interesse habt an mehr solchen Videos rund um Gran Turismo 7, wo man richtig viel Geld verdienen kann, dann schaut doch mal in meinen Playlisten vorbei unter GT7 Glitch und Cheat oder GT7 Geldtricks. Des Weiteren interessante Videos auf meinem YouTube-Kanal, zum Beispiel Autos kaufen, Update-Informationen, immer ganz wichtig, wenn ein neues Update rauskommt, lade ich das hier hoch. Also seid ihr hier immer up to date, immer auf den neuesten Stand. Neue Strecken, neue Events, neue Autos. Hier verpasst ihr gar nichts mehr. Also ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr ein Abo da lässt, dann aktiviert doch gleichzeitig die Glocke, weil dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich hier ein neues Video hochlade. Und es geht noch weiter rund um Gran Turismo 7. Die komplette Kaffeekampagne findet ihr hier auch. Lizenzen, Mission, Streckenerfahrung, alles komplett auf Gold. Event, Meisterschaften, alles komplett, Arcade-Rennen, Driftrennen, Zeitrennen, Benutzerrennen, Langzeitrennen, Rennen, Wiederholungen, Musikrennen, Wiederholungen, die komplette Musikrallye auf Gold. Also wenn ihr da irgendwo nicht weiterkommt, könnt ihr euch gerne die Videos dazu anschauen. Livestream-Rennen, Autopräsentationen, da präsentiere ich die ganzen Autos, die man hier im Gran Turismo 7 kaufen kann, und Landschaftsfilme. Auch noch von den ganzen Autos. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und gute Fahrt!